So, weiter geht's mit der Aufgabe Nummer 9. Hier verbrennen wir Diesel und Benzin. Vereinfacht haben wir hier eine Strukturformel gegeben von C8H18. Hier habe ich schon mal die molaren Massen ausgerechnet. Die werden wir gleich brauchen. Hier geht es um die Stoffmengen, die wir erstmal berechnen sollen. Und wir haben Folgendes gegeben. Wir haben 66 mal 10 hoch minus 9 Liter gegeben. Ja, daraus sollen wir halt, ich sag mal, das ist das gleich das Volumen von unserem C8H18. Ja. Und wir sollen halt herausfinden, wie viel Gramm Kohlendioxid. Ja, das ist natürlich mit Gramm hier, das ist witzig. Aber egal. Machen wir mal weiter. Bei so hohen Zahlen würde ich das eher in Tonnen angeben. Um das herauszufinden, müssen wir erstmal auf die Stoffmenge kommen, die wir überhaupt an dem C8H18 haben. Dazu brauchen wir erstmal die Masse. Wieder über unsere Formel hier kommen wir auf die Stoffmenge. Und dann, wir wollen erstmal diese Masse hier ausrechnen. Also rechnen wir die Masse an unseren C8H18. Wird folgendermaßen berechnet. Wir nehmen das Volumen, multiplizieren das mal der Dichte, also V mal dieses Rho, was im Endeffekt 66 mal 10 hoch, ja, fast hätte ich minus 9 gesagt, Liter mal 0,78 Kilogramm je Liter. Ich tippe das, oh. Wollen wir das mal schnell in den Taschenrechner eintippen? Ja, so ein bisschen wissenschaftlicher hier. Wie geht das? Also 66 mal, nee, so nicht. 9, 10 hoch mal 66 mal 0,78. So, 51, 480. Also ist gleich 51, 4, 8, 0, 1, 2, 3 und dann nochmal 1, 2, 3, nicht wahr? Nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3 Kilogramm. So, ganz schön viel. So, das wollen wir jetzt als Stoffmenge auch noch wissen. Also die Stoffmenge an unserem C8H18 ist gleich 51 4 8 0 0 0 0 0 0 0 Kilogramm. So, teilen wir den ganzen Spaß durch die 114. Ja, Achtung, da steht Gramm je Mol, aber wie gesagt, wir können die Einheiten verändern. 114. Und wir machen jetzt folgendes: Kilogramm je Kilomol. Das gibt's auch. So. Das teilen wir durch 104, ups, 14. So. 451 Millionen 578. Da sind Zahlen. 400, was habe ich gesagt? 71? 51, meine Güte. Ich bin ein bisschen verwirrt heute Morgen. 51, so. Ich mache das mal hier an die Seite. Dann kann ich das besser sehen. 451, 578, 974 Kilo. Mol sind das. So. Behalten wir uns die Zahl im Kopf. Und wir wollen jetzt auf Gramm Kohlendioxid kommen. Also, das müsst ihr wahrscheinlich in der Klausur nicht machen. Ich mache es jetzt nur, um es mal schnell zu beweisen. Also, wir haben C18, C8H18. Verbrennen den ganzen Spaß mit Sauerstoff O2. Und da kommt CO2 bei raus.
Und Wasser natürlich. H2O. Also davon haben wir 8 Stück. Darum geht es um diese 8. So, mal schnell ausgeglichen. 12,5. Das könnt ihr so machen. Wie gesagt, das braucht ihr nicht in der Klausur machen. Wurde hier nicht gefragt. Das mache ich aber jetzt nur, um das zu veranschaulichen, warum ich jetzt diese Stoffmenge mal 8 multipliziere. Denn die Stoffmenge NCO2 entspricht 8 mal der Stoffmenge an unseren C8H18. Entspricht, sieht so aus. So, das Ganze können wir auch machen. Also NCO2 ist gleich NC8H18 mal 8. Gut. Ich schreibe das jetzt alles hier nicht aus. Ich multipliziere den Spaß jetzt einfach mal 8. Oh, da sind Zahlen hier, ey. Also 3.612.631.578. Die Kommastellen lasse ich mal weg bei den 3 Milliarden. Also Rundungsfehler sind erlaubt. Milliarden 612 Millionen 631.578 Kilomol, wohlgemerkt. So, jetzt wollen wir natürlich wieder auf die Masse kommen von unserem CO2. Also die Masse von CO2 ist gleich die molare Masse vom CO2 multipliziert mal der Stoffmenge unseres CO2. Auch hier lasse ich mal wieder die Zahlenwerte weg. Die findet ihr ja hier. Und die molare Masse vom CO2, die steht hier oben, 44 Gramm je Mol. Also auch Kilogramm je Kilomol. Deswegen können wir diesen Wert jetzt einfach mal 44 multiplizieren und kriegen Kilogramm raus. So, ich mache das mal hier mal 44. Zack. Ja, da kriegen wir ganz schön viel raus. Also 158, was ist das? Milliarden 955, 700, 98. 173 Kilogramm. So, weil, ja, jetzt ist der Spaß hier. Sie sagen, wie viel Gramm ist das? Finde ich ein bisschen blöd, die Einheit gewählt. Na gut, wenn die das so wollen, müssen wir den ganzen Spaß hier nochmal 1000 multiplizieren. Ach ja, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. So. Also, was auch, das können wir erstmal so abschreiben hier oben alles. 9, 5, 5, 7, 8, 9, 4, 7, 3, 6, was ist hier passiert? 6, 8, 4, 2,1 Gramm. Ja, wer sowas fragt, ist selber schuld. Gut, und also ich muss lachen, ey. Tut mir leid, Leute, wer die Klausur gemacht hat, der hat sie nicht mehr alle. So, der Gesamtausstoß an Kohlendioxid in Dings betrag 833 Milliarden Kilogramm. Jetzt machen wir das wieder in Milliarden Kilogramm. Wie viel Prozent ist demnach der Straßenverkehr, das heißt aufgrund Verbrennung, bla bla, Gesamtausstoß in Kohlendioxid beteiligt? Ich gehe mal davon aus, ihr könnt Prozentrechnungen machen. Oder schreibt mir in die Kommentare, soll ich euch trotzdem noch das Ergebnis nennen? Also hier nochmal der Rechenweg. Wie bin ich vorgegangen? Ich habe erst die
Liter in Kilogramm umgerechnet, mit der Dichte quasi multipliziert, dann kriege ich die Masse an unserem C8H18 raus. Das teile ich durch die Molaremasse, kriege somit die Stoffmenge raus, das Kilomol. Die Reaktionsgleichung müsst ihr zwar nicht machen, empfiehlt sich manchmal aber, damit ihr einfach seht, wie sich diese Stoffmengenverhältnisse verhalten. Also in unserem Fall war es einfach 8 mal so viel, deswegen mussten wir diese Stoffmenge mal 8 multiplizieren. So, haben wir diese Stoffmenge erhalten, multiplizieren wir die jetzt mit der molaren Masse unseres CO2. Das war ja gesucht, wir wollten irgendwie auf die Masse kommen. Haben wir gemacht. Doof gefragt, wie viel Gramm ist das, obwohl wir hier mit Milliarden Kilogramm rechnen. Also ich hätte eher nach Tonnen gefragt. Das ist plausibler alles. Und die Zahlenwerte sehen auch nicht so hässlich aus. Naja, war gefragt, Gramm haben wir gemacht, Gramm. Hier nochmal mal 1000. Das ist natürlich nicht so richtig klausurtechnisch, aber es soll für diesen Zweck jetzt erstmal reichen. Gut, die Prozentrechnung habe ich erstmal weggelassen. Ich glaube, das schafft ihr auch ohne mich. Bei weiteren Fragen schreibt es mir in die Kommentare.